大家好，我的德国朋友，我的希望你们都很好。Schönen guten Morgen aus Shanghai. Ich bin auf dem Weg ins Büro und wollte ein bisschen mal die Atmosphäre hier auf der Straße mit euch teilen und ein bisschen was über die Slush-Konferenz erzählen, die vor ein paar Tagen stattgefunden hat. Da gab es natürlich gleich erstmal eine riesen Enttäuschung, weil die Anmeldung zu unserer Pitch-Competition in irgendwelchen chinesischen Kommunikationskanälen versandet ist. Das hat also nicht geklappt. Aber die hatten ein super tolles Matchmaking-Tool, wo man als Teilnehmer seine Firma in einem Satz vorstellen könnte, ein paar Attribute hinterlegen und dann hat das Tool eben die Möglichkeit vorgeschlagen, sich mit anderen Leuten zu treffen. Das senkt die Hemmschwelle enorm, mit anderen in Kontakt zu treten. Das hat super gut funktioniert. Ich würde gern zwei Highlights von Gesprächen teilen. Und zwar das erste war ein Startup, das so eine Art 3D-Drucker für Möbel herstellt. Das heißt, vorne geht Leim, Holz und ein Bauplan rein und hinten fällt das fertige Möbelstück raus. Die versuchen das hier an die chinesischen Möbelhersteller und dann irgendwann auch mal international zu verkaufen. Die haben da ein Interesse dran, eben eine Visualisierung für die Maschinen zu bauen und das passt perfekt eigentlich zu der Peakboard-Idee zusammen. Da werden wir uns auch noch mal treffen. Das zweite war eine Blockchain-Company. Da geht es darum, dass Geräte untereinander miteinander Verträge machen können. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit dem Auto eine Zapfsäule hinfährt, tankt, dann rechnet hinterher die Zapfsäule direkt mit dem Auto ab. Das ist zwar eine ziemlich abgefahrene Idee, passt aber eigentlich ganz gut zu diesem dezentralen Konzept, das Peakboard eben mitbringt. Auch mit denen will ich unbedingt noch mal reden. Insofern war es trotz der verschlammten Anmeldung ein absoluter Erfolg. Highlights diese Woche sind auf jeden Fall der Sägenhersteller, da versuche ich euch mitzunehmen. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, hier im Shanghai Science und Technology Park Peakboard als Firma vorzustellen vor lokalen Regierungsvertretern und es werden noch ein paar andere kommen. Auch da werde ich mal versuchen, ein Video zu machen und euch mitzunehmen. Ansonsten, schöne Restwoche, macht was draus, Grüße in die Heimat. Zaijian.